Wenn Sie den Test Ach, verdammt. Spenden wir beide hier nur Zeit. Na, schön. Ah, okay. Dann geht's weiter. Es scheinen die richtigen Antworten gewesen zu sein. Schön. Versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Dasselbe Bild nochmal. Das Schema nicht. Das Astronaut Waffeln. War das die richtige Antwort? Ein Astronaut, der Waffeln ist. Ein Astronaut, der Waffeln ist. Ja, yep. Mit Ahornsirup. Gut. Ahornsirup. Sehr schön, sehr schön. Machen wir weiter. Sehen Sie sich dieses. Haben wir geschafft. Nächste Was Prüfung. Sehen Sie, Dr. Hauser? Ach so, das letzte. Ah, jetzt müssen wir noch die letzte. Affe im Anzug war die falsche Antwort. Psychiater, Psychiater, der ein Bild hält und so weiter. Ja, entweder. Ja, vielleicht doch das hier. Aber ich will nicht nochmal von vorne beginnen. Da hatte doch geantwortet mit diesem, dass es doch ein Paralleldingsbums, wie er das auch genannt hat. Ich schwanke zwischen dem hier und dem hier, das könnte beides was bringen. Ich versuch's mit dem. Oder werden Sie eigentlich von Tierschützern verklagt? Weil hier haben wir noch so einen zermatschten Schmetterling und so langsam fühle ich mich dabei nicht mehr wohl. Hören Sie mal zu. Wir misshandeln hier keine Schmetterlinge. Tatsächlich ist das hier nur ein Bild. Vielleicht sieht es für Sie wirklich wie ein zermatschter Schmetterling aus, aber es ist nur ein Klecks. Bitte nehmen Sie sich das nicht zu sehr zu Herzen. Okay, ich versuch's, aber ich bin einfach ein bisschen besorgt, Doktor. Ich bin ein überzeugter Schmetterlingsliebhaber, wissen Sie? Ich bin von ihnen fasziniert, seit ich ein Kind war. Ich habe ganze Nachmittage damit verbracht, sie zu fangen. Dann habe ich sie mit nach Hause genommen und ihnen die Flügel ausgerissen und sie dann mit einem Feuerzeug und einer Menge Plastikfolie ausgestopft. Sie müssen also verstehen, das ist ein sehr persönliches Problem für mich. Wow, das sind erste Anzeichen von Mordgedanken. Okay. Mordgedanken? Meinen Sie nicht, das ist etwas extrem ausgedrückt? Okay. Sehen Sie, ich wollte Sie nur etwas beeindrucken. Ich habe nie Schmetterlinge misshandelt. Das war alles Matt. Ich habe nur zugesehen. Ich habe nie darüber geredet. Okay. Ich habe immer nur da gestanden und zugesehen, wie er immer neue Opfer in sein Museum des Horrors gebracht hat. Oh mein Gott. Das spricht für Mordgedanken bei Matt. Von Tod und Trauer. Die verfolgen mich immer noch in meinen Träumen. Manchmal, nachts, kann ich die Schmetterlinge immer noch schreien hören. Und, wissen Sie, es macht mich ein wenig an. Genug! Okay, notiert sich was. Scheint richtig zu sein. Schön. Versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Dasselbe Bild. Jetzt den Affen im Anzug. Ich sehe einen Affen im Anzug. So niedlich. Einen eleganten Affen. Hey, verdrehen Sie mir nicht. Natürlich trägt er seine Krawatte von der Westrom. Dieser Typ. Na schön. Ein Affen. Er sieht extravagant aus. Extra. Bitte? Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihren Antworten nicht ehrlich. Und wir kommen so nicht voran. Das ich war doch schon. Und glauben Sie es oder nicht, mir liegt das Wohl meiner Patienten. Das sah doch schon ganz gut aus. Ich glaube, Sie leiden an einer emotionalen Instabilität. Also. Fangen wir nochmal von vorne an. Das war die Murmeltier-Crew. Ja, offenbar. Großartig. Sieht aus. Das. Zeitmaschine. Das war das. Das ist. Wir können. Das. Hab ich. Oh, egal, da waren. Genau. Na komm, okay. Die Bundeslade. Wir haben hier ja einen richtigen Lauf. Und dann war das hier.
Australien. Schreibt er sich was auf? Schön. Jetzt ist es der Astronaut. Sehr schön. Was ist das hier? Er schreibt sich was auf. Ich glaube, er muss sich nach jeder Antwort was aufschreiben. Das müssen wir hinkriegen. Schön. Versuchen wir es nochmal mit dem selbe Bild. Und jetzt sagen wir das hier. Der Psychiater, der ein Bild wird. Okay, okay. Was soll ich sagen? Und der Psychiater. Sie sind meine Geduld. Okay. Nun gut. Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihren Antworten. Ach, verdammt. Wir kommen so nicht voran. Ich bin ein Profi und glauben Sie es oder nicht. Ich komme so auch nicht mehr voran. Können wir das irgendwie abbrechen? Können wir nicht. Oh. Brennenden Stepptänzer. Wirklich? Großartig. Sieht aus. Dann jetzt hier vielleicht. Ah, das sind Hunde und sie spielen Poker. Hunde. Sie glauben gar nicht, wie viele Leute das sind. Verdammt. Sind sie nicht. Ah, okay, da schreibt er sich was auf. Das heißt, die Antwort ist schon mal richtig. Das ist vielleicht ein Zeichen. Schön. Für und jetzt sind es jetzt die Zeitmaschine. Egal, waren Aliens. Genug. Ich denke, das ist der richtige Weg. Ich sehe die Butter zu dem. Wir haben hier. Ah, okay. Da ist noch eine andere Sache. Australien. Okay, bei Australien notiert er sich was und bei den Hunden notiert er sich auch schon was. Das ist der richtige Weg, schön, denke ich. Ein Astronaut. Nein, ja. Gut. Sehr schön. So, das haben wir auch ganz verklärt. Schmetterling, da notiert er sich auch was. Alles klar. Das heißt, nur bei der ersten und bei der dritten Frage müssen wir noch mal. Wissen Sie, ich glaube. Okay. Nochmal von vorne. Ich sehe nichts. Ich bin blind. Sie müssen das hier spüren. Er notiert sich was? Okay. Und jetzt sehen wir bei demselben nochmal. Ein Piratenschiff mit Murmeltier-Crew. Ja, Ordnung. Großartig. So, das sind Hunde. Das sind Hunde und sie spielen Poker. Sie glauben gar nicht. Sie okay, das klingt gut. Das sieht gut aus. Schön. Für wir sind auf dem richtigen Weg. Die Zeitmaschine. Das war da, das ist. Wir können das. Egal, aber handeln. So, jetzt die Bundeslade. Wir haben hier ja einen Richt. Ach verdammt, die Bundeslade war falsch. Karton Australien. Die Bundeslade ist noch falsch.
Schön, ja, versuchen wir es nochmal. Okay. Ich vergesse langsam die Antwort. Ein Astronaut? Ja, gut. Sehr schön, sehr schön. Machen wir weiter. Okay, die letzte Antwort, das war das hier. Okay, ich nehme mit nach Hause. War immer. Dann notiert er sich wieder was. Ich glaube, wir müssen ihn dazu bringen, dass er sich bei jeder Sache was notiert. Schön. Jedes Bild zweimal angucken. Wissen Sie, ich glaube, ich bin ein. Ich. Alt. Nochmal von vorne. Okay. Da war es. Ich bin ich blind. Ich bin blind. Dann notiert er sich. Dann die nächste Antwort. Wieso man sich so viele Antworten auf einmal merken? Das nächste ist das Piratenschiff mit Murmeltier-Crew. Ja. Großer. Vielleicht muss er sich bei allen Antworten was notieren. So, notieren. Also zweimal pro Platz muss er sich vielleicht was notieren. Schön. Das sind ja viel zu viele Antwortmöglichkeiten. Die Zeitmaschine. Egal, warte. Vielleicht ist auch die Lösung einfach immer Schmetterlinge zu sagen. Dann ist es halt mal das Empire State Building, das hat man noch das nicht. Das ist eindeutig das Empire State Building. Das Empire State? Sir, bitte, können Sie die Scherze mal für einen Augenblick sein lassen? Wenn Sie hier wirklich das Empire State Building sehen, dann nehmen Sie den Test offensichtlich nicht ernst. Okay, er notiert sich wieder was. Schön. So. Jetzt aber die Bundeslade. Wir haben. So, Australien. Jetzt hat er doch eigentlich bei jedem Fleck was notiert. Schön, fürs. Jetzt haben wir jedes Bit echt zweimal angeguckt. Ein Astronaut? Ja. Sehr schön. So. Wie auf dem langsam. Es müsste das doch das Platz doch bald voll sein. Schön, versuch. So. Und jetzt ist es das hier. Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihrer. Ach, verdammt, ach Mensch. Wir kommen so nicht voran. Ich komme so wirklich nicht voran. Und glauben Sie es oder nicht, mir liegt häng das noch ewig fest hier. Ich glaube, Sie leiden an einer emotionalen Instabilität. Und ich werde Ihnen helfen, ob Sie wollen oder nicht. Also fangen wir nochmal von vorne an. Was sehen Sie auf diesem Bild? Monday-Komplett-Lösung. Das Spiel ist zu knifflig, dieses Kartendings hier. Ich komme damit gar nicht klar. Ah, okay. Jetzt sage ich jetzt erst, dass ich blind bin. Okay, das hatten wir schon. Ich bin blind. Sie müssen das hier schon ernst nehmen, Dr. Hauser. Na gut. Visitenkarte. Genau, das ist die Lösung. Wie hätte man darauf auch kommen können? Schön, versuchen wir es nochmal. Sie waren ein bisschen am Tisch rumfummeln, während wir von dem Spiel abgelenkt sind. Und jetzt. Es ist, glaube ich, relativ egal, was wir machen. Jetzt können wir einfach den Test fortführen. Dann werden wir einfach. Da wird das einfach weiterlaufen. Dann sage ich mir einfach zermatschte Schmetterlinge. Ein zermatschten Schmetterling.
Interessant. Haben wir hier noch gespielt. Großartig. Das hängt davon. Okay, das zur Kenntnis. Und wieder zermatschte Schmetterlinge. Nein, ein Tintenfleck. Natürlich. Ich spiele mal ein bisschen im Kooperativ. Alles, ich sag sie an. Und 100%. Sehr schön. Das letzte Bild und. Pixel. Große, fette Pixel. Wirklich? Soll ich etwas zurücktreten, damit Sie das Bild besser sehen können? Nein, ich mag Pixel, wissen Sie? Ich bin ein 80er-Junge. Ich bitte darum. Gut. Große, fette Pixel. Okay, das reicht. Ich habe mir genug von Ihren Wahnvorstellungen angehört. Das ist nicht mein Job, verdammt. Doch. Also eigentlich ist es genau das. Mir egal. Der Test ist vorbei. Sie leiden an einer schweren Form von Kleptomanie. Basiert diese Diagnose auf meinen Antworten? Das ist richtig. Nein, die basiert auf der Tatsache, dass ich gesehen habe, wie Sie heimlich eine meiner Karten gestohlen haben, als ich mir Notizen gemacht habe. Das ist übrigens bemerkenswert dämlich, denn diese Karten sind dafür da, um sie mitzunehmen. Dachten Sie wirklich, ich würde das nicht merken? Ich bin doch genau hier, Herrgott! Egal. Ich glaube, hier passiert eines von zwei Szenarien. Entweder führen Sie mich aus irgendeinem Grund an der Nase herum, oder Sie sind ein absoluter Schwachkopf. In beiden Fällen muss ich Sie darauf hinweisen, dass ich die entsprechenden Behörden verständigen werde, sollten Sie je wieder meine Praxis betreten. Ich habe nichts davon verstanden, aber plötzlich fühle ich mich hier nicht mehr willkommen. Okay, ich sollte die Komplettlösung mal zur Seite lesen, zur Seite legen. Ich lese mir nämlich gerade schon das nächste Rätsel durch, wie ich das machen kann. Ja, ich bin verzweifelt an den Rätseln hier. Ja, ich sollte die nicht wieder durchlesen. Das machen wir im nächsten Part. Ich verliere hier gleich den Verstand. Allein wenn ich die Komplettlösung hier durchlese. Oh je. Da erwartet uns was. Ich spoilere es euch nicht, damit es für euch noch mindestens interessant ist. Ja, erstmal raus hier aus dieser Klapsbühne. Ja, so schaut's aus.